Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die an Tag 14, kurz vor der Horde. Hallo Minjas. Grüezi, guten Tag. So, du bist jetzt das Testobjekt. So. Ja, hier stehen wir. Ich mache nochmal eben eine kleine Hatch. Ich habe gar nicht aufgewertet. Eine kleine Hatch. Ich werde mir in der Folge etwas ein bisschen zurückhalten beim Reden. Darf ich mir schießen? Wie man hört, ist meine Stimme noch etwas angeschlagen. Wir haben lange nicht mehr aufgenommen. Ja. Und jetzt sind wir endlich wieder hier und ich freue mich total auf die Horde. Die wird lustig. Ja, wir haben soweit alles fertig. Als wir gerade angefangen haben oder reingegangen sind ins Spiel, da kam eine Schreierin und die hat dann erstmal hier ja auch nicht Herz gemacht. Und wir sind in Alpha 18.3, wie man so unschwer erkennt. Mit der aktuellen SMX-Mod und wir haben uns gerade bewundert, wie schön unten links Leben und so weiter aussieht. Ja. So, die Dartships sind gefüllt. Ich habe die Motion-Sensoren nochmal ein bisschen geändert. Genau, die Tür zumachen ist wichtig, haben wir festgestellt. Genau. Wir können aber für die nächste Horde noch. Ich habe mich überlegt, können wir auch diese Einer-Trigger-Plates machen. Das sollte auch reichen. Dann stellt man einfach ein bisschen längere Power-Duration ein. Weil wir ja die Motion-Sensoren haben. Und ja, die sind halt sehr ungenau. Also eigentlich braucht sie nur einen wahrscheinlich. Schießen die schon auf mich? Nein, die schießen nicht. Die schießen nicht auf dich, nee. Meinst du, es ist sinnvoll, den Boden aufzuwerten oder irgendwie... Ja, die neuen da, ja. Wenn du hast. Hier, die... Genau, also die Falze, genau da unten. Mach ich das mal gerade mit dem restlichen Beton, den ich da... Mit dem Hammer. Tschüss, Stimme. Ja, tschüss, Stimme. Ich rede nicht so viel, ich schlage einfach. So, da kommt das Geschütz hin. Granaten haben wir. Sonst sind da viel Kram in der Tasche. Aber ja, so viel zu looten gibt es ja auch nicht. Naja, Munition könnte reichen. Ich bin gespannt. Mehr haben wir nicht. Das ist dann alles. Schütz auf mir. Ich habe gerade schon gesagt, ich sitze halt über, also fast zwei Wochen. Nein, das ist Quatsch. Über eine Woche nicht am PC. Ja. Und jetzt direkt so ein Schmankerl. Ja, ich habe mich mal ein bisschen bei Escape from Tarkov versucht, aber Alter. Brust und Freud liegen da sehr. Schlimmer als Ark, ohne Scheiß, ja. Ich gucke momentan mehr Videos, als dass ich das Spiel spiele. Ja, gibt's ja ein paar gute. Ich finde es immer, ich finde Escape from Tarkov, ich habe es zwar auch, aber ich spiele es nicht. Also jetzt im Moment sowieso nicht, weil ich halt die ganze Zeit flach gelegen habe. Aber ich finde es spannend, bei jemandem zuzugucken, der das wirklich beherrscht, das Spiel. Ja. Ne? Und da muss ich auch sagen, da sehe ich halt Dinge, wo ich denke, ey, wo war der Typ? Ja. Also, ja, wo hat er den jetzt gerade gesehen? Ich bin ein alter Mann. Das ist. Sollte ich den Leuten überlassen, die es auch sehen. Ja, wir sind gesegnet mit ordentlich Piercing-Munition. Ja, ich mache nochmal 214 hinterher. Ich habe gerade noch so ein bisschen was gefunden. So knapp 600 Schuss in der Dash. In der Dash. Als Backup nochmal normale 762er mitgenommen. Nur für den Fall der Fälle. Der Himmel ist rot. Hä? Und wir bald tot. Ich hoffe nicht. Tut das Not. Da ist noch Munition, okay. Bis an die Zähne bewaffnet. Das wird ein super Fest. Oh, da sind noch ein paar Dart-Traps. Iron Darts, nicht Traps. Was kann ich denn noch einschmelzen? Ja, komm. Lass mich doch mal was schmelzen. Lass mich überschmelzen. Käse. Oh, Käse ist immer gut. Bars. Wie sieht denn die Sonne aus? Die Sonne sieht bei mir so... Also so... Hell? Weißt du, nee, die Abstufung in der Sonne. Okay. Die sieht so... Das sieht so... Das ist normal, wenn die Abstufung nicht sauber genug ist. Also meinst du eine Sonnenfinsternis? Hä? Nein, so Ringe, weißt du? Also... Ach so, wie eine Corona. Ja, so eine Corona, aber so Abstufung da drin, also kein gleichmäßiger Übergang. Mhm. Irgendwas mit Gamma hier verstellt oder so? Gamma. Wollte weniger reden, das hat ja wunderbar funktioniert. Gamma, geh hoch. Was sagt der Tacho? 21.03 Uhr, okay. Ja, Kram in der Tasche. Mach's nochmal weg. Habe ich alles. Ich habe alles am Start. Taschen sind voll. Aha.
Wie kann das denn passieren? Bandagen. Achso, das Geschütz wollte ich hinstellen, siehst du? Richtest du es mehr nach außen oder? Ne, mehr nach innen sehe ich gerade. Ja, aber das dreht sich ja eben. Also, das ist eigentlich egal. Ich versuche es immer so weit rüber zu stellen, dass es irgendwie da an den Rand geht. Möglichst randnah. Ey. Okay. Geh hoch. So, ich schmeiße die äußeren Dartchaps nochmal ein bisschen mehr. Gar nicht die strahlenkreuzenden Geschütze. Jetzt haben sie Strahlen gekreuzt. Ich bin kein Freund davon, die Schwerter zu kreuzen. Nicht die Schwerter, die Strahlen. So. Oh ja, sie tun's. So, Tür ist zu. Tür ist zu. Nachgeladen. Dann schieße ich erstmal klein und dann repariere ich sie, wenn sie wirklich kaputt sein sollte. Bang, bang, fast 600 bang. Schuss. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen, wir sollten gezielter schießen. Unten kommt noch ein bisschen was. Warte mal, ich gebe dir... Vielleicht sollten wir kurz mal auf die Statistik gucken, oder? Ja, machen wir gleich. Okay, so. Also ich... Hier liegt noch ein bisschen Munition. Ich bin 38, ich bin 86 bis 83. Also von der Game Stage, das heißt Spielstadium. Aha. Also nur weil du 2 Level höher bist. Du hast 673 Kills, ich habe 364 Kills, wer hätte gedacht. Für jeden Tag einen. Passt. Ja, stimmt, ja. Und ich bin 2-mal gestorben, du 1-mal. Mhm. Und mein Ping ist bei 2. Deiner auf 8. Auch krasse Ping-Zahlen. Oder G-Portal. Was ja. Ein geiler Ping. Bam. Und schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr meint, wie viele Zombies ihr am Ende gekillt habt. Genau. Nach der also Runde. 364 zu 673. Könnt ihr euch mal angucken. Hier liegt Munition für dich übrigens noch. Hier, der Sack. Oh, ja. Normale. Ne? Also keine AP, sondern... Der habe ich noch. Da habe ich noch 200 Schuss. Also okay. Unten kommt nochmal 214 Schuss AP. Ja, ich bin nur von einem guten Zeug. Ja. Brauche ich nicht. Hast du denn auch einen Punkt im Penetrator? Ah, ja, stimmt, da wollte ich was gucken. Ich habe noch 5 Punkte. Ah, oh, wo ist denn das? Penetrator. Welche Allgemeinkonstruktion, wo finde ich das denn? Präzisionsschütze ist das, oder? Schütze, Deutsch? Heckenschütze. Ich sag mir einfach erste Seite und dann das mit dem Fadenkreuz, oder nicht? Das ist Dead Eye. Nein, das ist er nicht. Fortitude ist es auch nicht. Wo ist er denn? Das muss das doch sein. Kampfeigenschaften, dann Präzisionsschütze. Nee, Penetrator ist bei 1, 2, dritte von unten. Mit so einem. Oh, ja. Auf der ersten Seite. Auf der ersten Seite, ja. Dritte von unten ist Blindereigenschaften bei mir. Mit der Hand. Ja, dann ein höher. Über der Hand. So ein Pfeil nach rechts. Durchbohrer. Ah, alles klar. Der ist, oh Gott, ist das schlecht. Aber das gilt nur für der Bögen. Durchbohrer. Und mit Feuerwaffen und Bögen. Das Rüstungswert, okay, ich mach's einfach mal. Okay, und wie geht der höher? Wahrnehmung Level 3. Okay, mach ich Level 3. Der Durchstecher. Oh Mann, schwierig. Ah, und 500 Gesundheitspunkte. Und dann muss ich hier Level 5 sein. Ja, das auf geht's, ab geht's. Wie gesagt, schreibt jetzt in die Kommentare, was ihr meint, wie viele Zombies jeder von uns tötet. Ah, bedenkt, Minias hat eine AK in der Hand. Soll ich in die Hocke? Dann mache ich noch den Präzisionsschützen. Verursacht 10% mehr Schaden. Ja. Oh, jetzt alles klar. Okay, dann stehe ich. Lass uns erstmal rankommen. Hauptsache die Geschütze ballern. Die Dinger knallen jetzt nicht schon los. Aber das sieht gut aus. Noch ein Spucker. Ja. Oh, noch Spucker von der anderen Seite. Ja, lass den Spucker ruhig kommen. Ja, aber der kotzt mich ja an. Echt? Ja, natürlich. Okay, ich bleib mal weiter vor. Ich geh auch mal in die Hocke. Überraschungsmoment. So, lieber Herr Polizist, das ich geht nicht in die Geschütze, so ja. Nicht. Ja. Siehst, jetzt kommt der Kopf. Ruhig. Ih, der hat voll rumgematscht. Au, ich werde hier bespuckt. Ey, irgendjemand spuckt hier mit. Ja, Tür, ja, die denn? Stehen hier unten. Siehst du ihn?
Irgendwie wollen die hier unten durch. Ich fülle das Geschütz auf. Versuch. Ich komme da nicht ran an das Geschütz. Weil du es ja, dann kannst du nur deins nehmen wahrscheinlich, ja. Drei Cops. So, reload. Mal, mir hin. Also, du kannst auch reloaden, ne? Reload ich jetzt. Pam! Mann, wie schnell fünf Schuss durch sind, ey. Boah, herrlich. Jawohl, Feuer aus einem Rohr hier. Jawohl. Wo spuckt der hinter uns? Hinter uns stehen sie. Ich sehe die noch nicht. Ach, hier sind Spider oben. Boah, gar nicht gemerkt. Versuch vor dir. Ja. Irgendwo kloppen die unten vor und das nervt mich gerade. Hab ich die Tür aufgelassen oder was? Ich guck mal eben. Ne, nicht zu. Ich glaube, die Tür könnte von Nachteil sein, ja. Dein Geschütz ist leer. Boah, ja, ich kümmere mich mal um die Türe. Ja. Kommen jetzt hier gleich von der Seite rein. Ja. Da habe ich keine Lust. Oh, Gucker. Scheiße, mein Loch ist kaputt. So. Aber wieso kann ich die Waffe nicht reparieren? Jetzt. Tür raus. Ja, aber unten hat funktioniert gut. Klatsch, klatsch, klatsch. Ey, die bespucken mich. Ich verstehe halt nur nicht, wieso die hier unten meinen durchzu. Oh, fuck! Was passiert? Ja, ich hab's fast komplett zerlegt, weil hier sind die Bars raus. Warte mal. Ich regel das mal. Hast du noch? Ja. Das sind halt nur Holzbars, ne? Also. Na, komm, Spooky, Spooky, wo bist du? Aber geht schon ab, ne? Ja. Ja, vor allem mit so vielen Spuckern. Also. Ich lad mal kurz Geschütz nach. Ja, hab ich auch. Da ist ja einer nach dem anderen, ein Kotzer nach dem anderen hier. Ja. Was mich wundert, ist noch kein Verrader so, dabei ist bei der Kurse. So. Hinter dir spuckt einer. Ja. Nimm dies! Oh, fuck. Ah. War ich gerade am Nachladen. Der Bett. Ja, du merkst halt, also hundertprozentig sicher ist es nicht, ne? So ein paar Spideys können durchkommen, von hinten geht's noch ein bisschen ab. Aber so macht's auch Spaß. Halt, wenn's ja halt automatisch 100% safe wäre, wäre langweilig. Aber schon wieder. Ja, oh, Spidey. Ja. Der lebt immer noch! Oh, 4 HP habe ich. Hast du Tabletten oder sowas? Scheiße, die waren da, ne? 7 HP. Sonst habe ich Tabletten einstecken, kann ich dir geben. Ich habe auch noch welche, ich will nur keine mehr nehmen jetzt. Geil! 2D. Geschütz schon wieder leer, oder was? Ja. Ja, yeah, Level up. Nicht chatten, nachladen. Ah, von der Seite bröckelt's. Oh, und repariert. Jetzt von rechts, Ja, ich seh's. Ich repariere, wenn's geht. Halt sie auf!
Alter. Aber wie viele Zombies hast du das eingestellt? Weiß ich nicht mehr. Die knabbern hier unten die ganze Zeit und das ist. Ich kann nachher. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Runter. Ich mach gleich mal den Blitzer. Also, sagst du runter kurz oder. Nee. Wir werden noch trinken. Sonst machen nicht mehr viel. Ich wüsste gerne mal, warum die Toten die ganze Zeit vorknallen. Ich sag dir wegen der Tür. Die hab ich ja weggemacht. Tür ist raus. Tür ist raus. Kaputt. Ist ersetzt durch. Dingsbums. So, 136 Schuss, nur noch Piercing-Munition. Ja, versuch Einzelschuss auf den Kopf zu machen immer. Ja, mach ich jetzt. Ich muss präziser ballern. Ja. Hast du irgendwie was zum Reparieren dabei? Was denn? Concrete Mix. Nee, müsste ich schon holen, könnte ich machen. Okay, dann hole ich mal eben schnell. Okay, mach du in den Mix dann ganz links eventuell noch. Okay. Ma, ich... Hallo, runter. Oh, ist das schön ruhig hier unten. Jo, 280. 38, noch einmal zum Reparieren. Was ein Hammer, ne? Oh, jetzt kommt der erste Ferale. Yay. Und da ist meine Waffe kaputt in dem Moment, ich kotz. Komme. Jetzt. Ich habe auch meinen Hammer dabei, also wenn du hochkommst, kannst du mir aus Concrete Mix droppen. Concrete Mix liegt. Hunde. Oh ja. Oh, das schreit nach der dicken Bertha jetzt. Jawohl, was liegt hier? Habe ich. Okay, alles klar, ich repariere jetzt nach. Ja. Frag out! Yay! Soll ich runtergehen, reparieren? Erstmal die Schützfalle hier oben, bitte. Ja, mach ich. Unten ist, unten ist alles cool. Die werden abgeknallt und so. Ich, weil du sagtest, ja, ich glaube, da ist ein Loch im Boden oder so, dass die da mal vorklatschen. Also. Komm. Okay, sieht gut aus. So, ich repariere auch mal die Gitter nach. Ferrari dabei. Oh ja. Ich höre kein Flip mehr unten. Entweder ist der Generator leer oder... Ich würde sagen, die Spikes sind aus. Ja, die hauen ordentlich vor die Wände. Bau mal dein Geschütz ab und ich kann es ja nachfüllen dann für dich. Ja. Also, dass du es aufnimmst und droppst. Warte, ich lade ihn nach. Okay. Ich komme jetzt auch leider nicht mehr an die Dingens ran. Oh, ein Geier. Du hast die Tür zugemacht unten, ne? Die ist weg, komplett. Und die ist abgebaut. Ah, guck, jetzt kommen die ganzen Feralen. Endlich! Ich hab mich die ganze Zeit gewundert, dass die nicht dabei sind. Ja. So, 12 Schuss habe ich noch. Eine ferale Mutti habe ich noch nie gesehen. Spät haben wir das denn? Halb eins, ja, okay. Wir sollen dafür Glück haben, dass um 1 Feierabend ist, aber... Ja, ich glaube 2 meine ich. Okay, jetzt muss ich Munition umladen. Nochmal 192 ja, Schuss normal. Alles klar. Hier liegen 150 noch AP. Okay. Kaiserbeste. Oh, kaputt. Kaputt? Reparieren.
Also die Dart-Traps sind halt mit den Triggerplates wesentlich effektiver. Ja. Als so, aber ja, ein bisschen was hat es schon weggenommen. Die Hunde haben voll die Tussi umgerannt hier. Wie geil ist das denn bitte? Ah, guck mal, ein Spuckegeier. Noch ein A da oben, ja. Ich habe einen Spuckegeier, kenne ich auch nicht. Also ich denke, wir sind von der Game Stage auf jeden Fall höher, als was in der Vergangenheit waren an der Vertrachteten Horde. Da spuckt schon wieder was von wo. Ja, der Geier da. Ich hab ihn. Tö. Weg ist er. Au, au, au. Alter, da sind aber die Köpfe geflogen gerade. Hinter uns steht. Wo steht er denn? Über uns fliegt da einer. Ja. Weg. Über uns. Dann habt ihr beide weg. Was ein Geholze, ey. Aber geil. Ja, ne? Richtig gut. Also wir haben noch ein paar Schwachstellen, wie man merkt. Ja, ich bin gespannt, warum es da unten nicht frucht. Ich habe viel zu viel Munition daneben noch. Ich meine, die kommen ja hauptsächlich oben durch, ne? Das ist natürlich jetzt super. Ja. Alter, wie sich da die Kadaver stapeln. Ja. Ja, in der Exitus-Mod, dann, die verschwinden ja nicht. Das ist geil. Dann wird der Gang wahrscheinlich... Warte, mal geil. Testen. Hab den Geier weg, war über uns. Ja. Ich lade mal im Geschützchen nach. Ups, falscher Knopf. Mach ich auch gerade mal, bevor noch. Ja, das ist ja immer... Ist ja immer nett, wenn man ein Geschütz hat, ne? Ja. Pow, pow, pow. Aber 5 Schuss in der Marksman ist schon echt eine Nummer. Da muss ich unbedingt ein anderes Magazin reinpacken. Also ein größeres, weil 5 Schuss ein bisschen nur im Nachladen hier. Man verbrennt sich ganz so viel Muni und achtet ein bisschen mehr drauf, wo du hinschießt, aber es ist schon nervig. Ist der Sound ein bisschen laut hier. Schleichbonus, siehst du, wenn du Hocke bist, das lohnt sich. Aber weil manche... lauter, ne? Kann sein, also ich höre dich gut. Ich meine, das ist natürlich ein permanentes Geräusch durch die Geschütze. Alter, das ist einge... Wie geil. Jetzt kommt keiner, wa? Doch. Wow. Ach, das warst du. Ja, ja. Ich dachte gerade, ist der nicht hochgegangen. Der eine hängt mit dem Kopf bei mir in der Decke drin und dreht sich wie so ein... Ach, geil. Ja, 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 ja. Der berühmt-berüchtigte Zombilator. Wer kennt ihn nicht? Wer liebt ihn nicht? Da unten haben sie aufgehört zum Nagen. Ist der tot? Ja. Ja, das war die Tür. Die scannen die Tür. Also obwohl die hinter der Mauer ist. Ja, packen wir einfach so viel in die Dinger rein, dass wir nicht nur nachladen müssen. Guck mal, da ein Leder rumliegt. Ja, ja. Und da unten, boah, also Hunde sind hier einige. Nee. Ey, Mutti, wo willst du denn hin? Die versuchen hier die Abkürzung zu nehmen, die Schweine. Oh, shit. So, jetzt muss ich auf normale Munition. Da ist wieder ein Spucke-Geier, Achtung. Lalalalalala. 20 vor 2. Tanz. Dance for me, bitch. Okay, ich muss reparieren. Ein Repair-Kit habe ich noch. Ja, ich habe noch ein paar. Ja, danke erstmal. Ich habe immer Angst, dass mal so ein Hund den Balance-Akt schafft über die Seite, weißt du? Naja, nee, bisher nur die Spideys. Patsch, kommt schon wieder so ein Geier. Oh, irgendwas spuckt hier.
Rosa? Ich hab grad einen Geier runtergeholt. Ah, da machst du der Geier wahrscheinlich. Ja, ne, da kommt mal wieder ein Kopf. So, 2 Uhr, jetzt müsste langsam mal Schluss sein. Aber wenn ich Tarkov so spiele, wie will das hier, ne? Da ist ein Kopf unten explodiert. Noch ein Kopf. So, aufnehmen. Reparieren. Ach, wir sollen aufnehmen, das habe ich jetzt gar nicht alles aufgenommen. Achso, das Geschütz, ja. Mhm. Ja, mal nachladen. Das ist ja echt ein schöner Nebenbeischaden, den man so macht. Ich hab's vergessen. Gerade für die normalen, dann kannst du zweimal, ne? Ja, das ist so schön, wenn es so ruhig ist, weißt du? Wenn du nicht die ganze Zeit platsch, platsch. Wie die Punkte hochzählen. Geil, ne? Kommt wieder ein Spidey irgendwo. Und immer ist abgeschmiert. So, 2 Uhr, liebes Spiel. War's das? Ja, Geier ist fertig, hab ich. Aber irgendwann spuckt hier noch von der Seite. Fuck, oh, die waren so schön in Reihe. Hab ich deine. Oder. Ja, ich geb noch ein paar Punkte. Auf den Durchbohrer. Ne, da kommen wir mehr, also ist noch nicht vorbei hier. Oh, Spidey ist abgeschmiert. Spidey. Ja, wenn der durchkommt, das ist ja doof, ne? Ich nehme jetzt mal, ich habe jetzt noch 92 Schuss, ich lade jetzt einmal nach. Ja, er ist durch! Dann kommt der nächste. Pass auf, der kommt gleich wieder. Ja. Ich wollte jetzt gleich mal Feuer und Bogen verwenden, aber... Oh, Spidey. Warte. Ja, wenn du die vorher einmal anschießt, dann fallen die auf jeden Fall runter. Ja. Alter Vater, was ein Gemetzel, ey. Geier, warte. Ja, wie viele Geier sind denn hier unterwegs? Spider, Achtung, abgeschmiert. Wenn die oben drüber haben, das macht eigentlich nichts. Ja, lass sie ruhig. Jeder Geier, der da ist, ist ein Zombie, der weniger gespawnt wird. Okay, warte mal, ich nehme mal Feuer und Bogen und schieß mal nach oben. Guck mal, sich um die. Lass sie ruhig hängen, die Geier. Okay. Solange die nicht kotzen, ist alles gut. Noch ganz schön stabil. Geier sind immer so ein Bonus, weißt du? Wenn Geier da, dann kein Zombie da. Ja, aber nur wenn die runterkommen. Kommen die nicht, die hängen da oben bis zum St. Nimmerleinstag. Ja, nein, ich meine, wenn sie runterkommen, also von der Höhe. Ach so, ja. Das macht nichts. Solange die Geier nicht spucken, ist alles gut. Oh, kaputt. So, muss man vorne decken, bitte eben. Schmüsse ja. Reparieren. Ja. Repariert. Geschütz neu machen. Geschütz auch kaputt, okay. Zack. Oh! Hab ihn. Ja. So, 24 Schuss habe ich noch. Ja. Warte mal, ich stell mal das Geschütz hier hinten in die Ecke. Da ist ja das ein Spider-Zombie gegebenenfalls weg. Ja, ja, ja. Ach, das ist kaputt, das Geschütz. Hast du noch ein Repair-Kit? Ja, und fort. Und kurz hier. Oh, Spiel, es reicht langsam. Wenn du droppst. Mein Gott! Ja, das gab noch ein ganzer. Ja, weil ich arbeite Anstrengung. Mal mit meinem Boden, das ist das geil, ey. Geier. Ja. Da kommt noch ein Master. Repair Kits liegen.
Ja. Danke. Oh, Spidey. Ja. Loser. Ist noch nicht platt. Machen platt. Entschuldigung, ich bin gerade am. Jetzt der Platz. Ja, da kommt noch einer. Konzentrierter Feuer auf diesen Superstar-Hörer. Okay, warte, ich droppe gleich noch was. Oh, mit meinem. Alter, die ziehen das hier bis 4 Uhr durch, wa? Hab ich auch das Gefühl, ja. Hab ich nicht erlebt so. Nee. Gut, wir haben halt. Oh fuck! Spidey. Mist. Ich sehe meine Knarre nicht mehr. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh scheiße, noch 10 AP. Ist ja, ja weg, ja, ist er. Ja, hab ich hab die Keule raus, falls hier einer rüber hopst. Die ziehen jetzt echt durch, gell? Die sind bei 32 yep. Minuten. Gibt eine XXL-Gemetzelfolge. Okay, ich muss mal eine Pille nehmen. Pille ist drin. Nehmen wir auch mal einen. Zwei der, oder? Nee, noch nicht. Okay, ich mache einen Bogen weiter. Hier sind noch 150 normale. Ja, okay, das langt. Das ist gut. Die AP-Munition bringt bei der Marksman-Knarre, also beim Sniper und bei der Hunting Rifle noch mehr. Okay. Eine AK wirkt sie zwar auch, aber der Perk an sich geht besser auf die Spider. Müssen die Spideys zuerst wegholen, wenn die drüben angerannt kommen. Ja, die sind echt die Pest, ey. Da kommt wieder einer. Wow. Du hörst immer so schön satt einschlagen. Ich muss also ja. Okay, ich mach mal ein Geschütz mal eben neu. Ey, das ist Spidey. Mega anspruchsvoll, ne? Ey, Spiel, bist du bescheuert, dass du das bis 4 Uhr durchziehst? Das hat ja das hört ja gar nicht mehr auf. Der zieht so lange durch, bis wir tot sind. Ja, lieber 7 Days to Die, Gott, was ist da nicht richtig bei dir? Wir hatten ja schon mal, also durch das Zeichen herstellen kommen manchmal die Horden durcheinander. Ja. Das sind doch 700 Horde hier. Nee, also die späteren Horden, das ist nur noch grün. Da ist nichts andersfarbiges mehr bei. So, 14 Minuten noch. Dann könnte es vorbei sein. Da kommt wieder ein Spider irgendwo. Ja, ich habe ihn rechts hinten gesehen. Ah, ich füll meinen Geschütz gerade auf. Na, wo ist er? Und jetzt. Oh, ich bin alle. Scheiße. Spidey. Hab ihn. Also ich hab ihn angeschossen, bevor er gesprungen ist, meine ich. Noch einer. Boah, das wäre ein Screenshot gewesen, wenn der scheiß Interface nicht da gewesen wäre. Steht auf einmal vor mir. Das sah gut aus. Oh, komm. Mann, ey. Ja, noch einer. Noch 3 Minuten. Ja, hoffentlich. Ja. Ey, bis um 4 Uhr haben sie es durchgezogen, ihr kleinen Kerl. Ja, noch ist nicht vorbei. Ja gut, sind noch nicht alle tot, aber es wird nichts mehr spawnen. Ey, dass ich bis zum Morgen brauche mal durchgeballert. Was spuckt denn hier? Ah, das ist ein Kopf. Ja, das habe ich so auch noch nicht gehabt. Ich habe keine Mun mehr. Jetzt ist nur noch Feuer im Bogen. Au, was war denn das hier? Explodierender Kopf. Patsch, da spritzt das Köpfchen. Da kommen blutig. Sie nochmal. Das kann doch nicht sein. Okay, jetzt ist langsam bis ruhig. Das ist wie Frankfurt morgens um 6. Wenn so Disse rausrollen. Die letzten. Ja, aber hier riecht's besser. Ja. Oh, Spidey. Ich will trotzdem noch mein Geschütz dahin.
Oh, er ist hier, warte. Ich hab ihn. Da kommt noch einer. Nein, der ist unten im Gang drin. Geh mal kurz ein Stück zurück, sonst kann ich mal nicht. Ja. Ja, auf jeden Fall kann man sagen. So, ich bin auch alle. Crossbow. Hui. Oh. Lebt immer noch. Alter, Vater, was ein Geballer. Lichter. Oh, diese Stille. Wie ein Tinnitus. Wir haben jetzt fast eine halbe Stunde haben wir diese Horde rumgeballert. Hammerhart, ja, hammerhart. Ist da noch was an Geiern über dir? Nee, ne? Nö. Also hier sieht doch, alles... Doch, da schwebt einer. Komm zu dir. Hab ihn. Hey, da war ein Biker drin. Im Geier? Hier ist noch einer. Es ist noch einer hier. Der kreist noch. Oh, 6er Iron Sledgehammer. Kommst du runter, Geierchen? Oh, guck mal was. Ich geh mal aufsammeln. Ich guck mal eben hier außen. Ah, da fehlt ein Block. Da haben die sich hier festgehalten. Da sind sie festgehangen und dann... Okay, cool. Kann man ja alles noch ausbauen im nächsten Mal. Ja, die Platten hier sind irgendwie ungleichmäßig hoch. Ja, ich weiß, da habe ich ein bisschen gefuscht. Kriege mal hin. Da ist immer noch ein Geier. Oh, ich habe ein Bierchen gefunden. Hast du auch super. Ein Bierchen? Oh, guck mal, guck mal, wenn die Cops explodiert sind hier, da fehlen zwei Motion-Sensoren. Ey, ich habe ein Bierchen zum Abschluss, komm. Super, wo bist denn du? Komm her. Drop it like top. Danke. So, ab in die Hand damit, nicht. Warte mal. Oh, mein Lieber. Kling, Stößchen. Wie geht das? So. Rechts. Oh ja, jetzt haben wir so ein verdient. Jetzt gerade brauchen wir mal eine So, ja, sehr verehrte Damen und Herren, damit würde ich sagen, haben wir es mit dieser XXL-Folge. Ich würde sagen, Hashtag Gemetzel, oder? Also auf jeden Fall, ja. Achso, wollen wir noch die Auflösung der Punkte machen? Ich weiß gar nicht mehr, was. Ja, oh, ich bin am Verbluten. Ich schlucke schon eine Pille. Ja, wir haben auf jeden Fall, ich weiß nicht, also wir sind ja beide jetzt Spielstadium 100, weil wir auf Level 45 hoch sind. Ich guck mal, komm. Ich weiß nicht mehr. Oh ja. Ich glaube, ich hatte 300 Kills, du 600. Jetzt hast du ungefähr 300 Kills gemacht und ich auch ungefähr. Ja. Also, naja, ein bisschen weniger. Aber beide Level 45, siehst du? Wie viele Pünktchen habe ich denn? Wir haben uns schön... 9 Punkte. Ja, guck mal. Sehr gut. Ja, das war... Also, muss ich sagen, ich habe schon viele Horden mitgemacht, aber das war bisher an der anspruchsvollsten. War schön. Also, war wirklich... Ja, bis auf den letzten Schuss. Also... Unten sind noch ein paar Schuss. Gefallen, diese XXL-Folge. Peng, 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 peng. Da träume ich jetzt von. Und nach der Horde ist vor der Horde. Bis zum nächsten Mal. Genau, macht's gut. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.